Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Rayman Legends. Entschuldigung, es ist einfach nur, ich liebe dieses Spiel. Ich möchte Hemmungslosen mit ihm haben. That escalated quickly. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Level an, das den schönen eingängigen Namen Feuerodem trägt. Und spring einfach mal hier ins Gemälde, wie man das so tut mit fragilen Gemälden. Voll mit der Axt die Energieflasche zersägt. Ist natürlich nicht sehr freundlich. Aber naja, springen wir von Ring zu Ring. Erinnert an eine Hochzeit, was? Okay, kann ich auf euren Schallschirm? Das ist natürlich super. Was war das denn? Ach so. Mann, jetzt habe ich schon diese coole Axt und jetzt kann ich sie nicht benutzen. Aber wie cool ist denn das Feuer hier? Uah. Ich sollte vielleicht die Sightseeing-Tour ein bisschen verschieben, kann das sein? Ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür, habe ich... Wow, so ein bisschen das Gefühl. Wohin soll ich jetzt? Alter! Du siehst ziemlich wütend aus. Kann das? Oh Gott! Er benutzt sein Turm. Das war ein Fußpilzrodar. Oh, wow, 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 wow. La 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 la. Es regnet Feuer und mir wird zu heiß. Es kommt erstmal der Schrei, dann kommst du zurück und dann machst du deine Feuerbällchen. Ein altes chinesisches Gericht. Wow, wow, wow. Aufpassen. Er spuckt immer nach vorne, aber die Feuerbällchen sind das irgendwie selbst lenkende Feuerbällchen. So fühlt es sich zumindest an. Was? Wie soll ich das denn? Wie hätte ich denen denn ausweichen sollen? Überfordert. Schwing die Axt. Geil. Wow, aber es wird mir jetzt nicht viel nützen, glaube ich. Bleib mal hier stehen. Gucken wir mal, wo die jetzt runterkommen. Da gibt es doch bestimmt so ein Pattern. Ja, wusste ich doch hier. So ein Penner gab's da. Und hier auch, oder? Ja, weg. Und hoch da und so. Okay. Verlegen wir die Kampfarena irgendwo hin, wo ich dich besiegen könnte? Nö, ich sterbe einfach. Oh, Gott. Wie soll ich dieses Ding dann besiegen? Ich kann auch nicht in die Richtung schlagen, wo er ist. Nee, nicht wirklich. Aber ich kann nach oben schlagen. Auch interessant zu wissen. Hoffen wir mal, dass sich das Muster wiederholt. Und das tut es natürlich auch sehr zu unserem Gefallen. Also diese erste Stufe überlebe ich schon mal so gut wie immer. Wenn ich jetzt einfach hier bleibe, sollte ich auch das hinkriegen. Ja. Alles klar. Kann ich jetzt angreifen sozusagen? Nope, sieht nicht so aus, wirkt nicht so. Noch ein Fehler und es tut weh. Ah, okay, verstehe schon. Komm schon. Nein. Wieso bist du 3D und ich nicht? Das ist unfair. Oh, scheiße. Oh. Oh. Fuck. Okay. Aber ich weiß jetzt, wie man ziemlich lang ziemlich gut überlebt. Einfach hier stehen bleiben. Dem ersten praktisch ausweichen. Und dann ist alles ruhig. Wo kommt der erste? Nein, nein, Quatsch, das hier war... Ich habe gerade was verwechselt. Egal. Voll die Verwechslungsgefahr hier. Lol. So, hier stehen bleiben. Und ich bin relativ safe. Warten, bis er an seinem eigenen Feuer erstickt. Auch ganz nice. Und dann können wir ihm voll auf die Oma hauen. Ah! Habe ich dich jetzt besiegt? Nee, okay. Schade. Er schreit nochmal und jetzt wird er wahrscheinlich sein Muster anpassen an unser... Alter, nicht hier Boden unter den Füßen? Wo ist der Käfig? Da war doch eben ein Käfig. Habt ihr nicht gesehen, wie süß und knuffig er war? Oh nein. Danke. Aber das Health Pack habe ich jetzt natürlich ein bisschen verschwendet. Ja, hätte ich jetzt vielleicht gebraucht. Ah, verstehe schon. Wow. Nein, nicht da reinspringen.
Oh Mann, nur zwei Trefferlines. Und ein Käfig ist mir natürlich ebenfalls entkommen. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Ich würde nur gern... Ja, fangen wir von vorne an. Ah, nicht. Das ist schön. Schön, wie sich das Ding auch neigt. Hat mir jetzt natürlich... Wurde mir jetzt zum Verhängnis. So. Hoch da. Und in die Fresse. Ich glaube, das geht noch nicht. Wir müssen echt warten, bis er wieder erstickt an seinem eigenen Atem. Wie das mit Drachen ja so üblich ist. Runter da. Genau. Schießt erstmal auf den Mast, dieser Feigling. Voll OP. Cheater an die Wand. Oh, außer ihr seid... Wogegen bin ich denn jetzt gestoßen? Egal. Oh nö. Hahaha. Bitte sei tot. Der denkt sich jetzt, nö, ich bin doch nicht tot. Wie sollte mir sowas je passieren? Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Stage 3. Stopp. Alter, bitte. Okay, das war gerade relativ unglaublich, aber ja, ich habe es tatsächlich gepackt. Ja, ja, klar, jetzt kommen hier noch so welche von denen dazu. Und das Ding schaukelt ein bisschen, fällt euch schon auf, ne? Ja klar, Feuerstrahl kann er jetzt auch. Kurz digitiert. Leute, wenn ihr mal im echten Leben gegen einen Drachen kämpfen müsst, lasst es einfach sein. Das sind voll die miesen Viecher, ich sag's euch. Ich spreche aus Erfahrung. Überall Drachen. Oh Gott. Ich mach ein bisschen Jogging. Mir ist ein bisschen heiß, gebe ich zu, aber so macht Jogging doch am meisten Spaß. Außer ein Depp fliegt vor die Kamera. So, wollen wir mal hier runter? Wirkt fast sowas. Lalala, ich gehe mal an den Rand. Okay. Nimm mal was gegen deinen Mundgeruch. Dennoch. Wird echt ein bisschen nervig. Hahaha. Hat der mal bei einer Baufirma gearbeitet? Oder wieso reißt der hier alles ab? Tja, das war ein Triple Kill. Oh nö, du schon wieder, was? Ich war nur in der Gegend. Jetzt hast du ein Problem. Lalalala. Ah, die Sternbilder. Wie groß. Er ist. Oh nö, er ist dem Schwein in den Hintern geflogen. So sieht der Hintern eines Schweins von innen aus. Oh oh. Ihr habt einen ziemlich kleinen Planeten, wisst ihr das? Okay. Deine Zähne sind nicht ganz vollständig, aber wir haben 2 von 3 gerettet. Den Umständen entsprechend war das gar nicht so schlecht. Und Junge, wir haben 110. La 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 la. La 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 la. 110. La 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 la. Ich kann nicht singen. La 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 la. Aber springen. Wie mache ich das denn heute? Ich würde sagen, wir machen heute weiter. Oh nö, das waren jetzt nur 2, ne? Fuck! Für dieses Level hier brauche ich noch einen. Verdammt nochmal. Castle Rock. Das letzte Level von diesem Waldflair dann... Oder das vorletzte, würde ich sagen. Dann gehen wir wohl endlich in ein neues Gebiet. Wobei auch das hier schon ein neues Gebiet ein bisschen ist. Nicht mehr so viel mit Wald. Habt ihr mir gerade beigebracht, wie man schlägt? Alter. Usch. Alter! Wie cool ist denn das? Wie geil ist das denn? Oh! Damn Fields! Das ist so episch hier!
Ich sitze hier headbangend vor meinem Mikrofon und das ist... Oh. Zum Spielen vielleicht nicht so hilfreich. Oh. Wir haben den Turm weggerockt, ich sag's euch. Nein! Wieso singt ihr so scheußlich, dass ich dabei in die Luft fliege? Ich kann die anscheinend nicht töten, ich muss drüber. Gott! Ich kann nicht! Ich kann mich nicht auf das Spiel konzentrieren. Das ist das geilste Level bisher. Ein Käfig! Noch einer! La, 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 la. Wow. Fuck! Wenn das Gitarren-Solo kommt, bin ich tot. Musste Chicken allein lassen, die Mucke war zu geil. Ja! Man wird fast vermuten. Also mit dem Level haben sie echt Taktgefühl bewiesen, also so richtig jetzt halt. Oh, wow! Aus dem Weg! Ich höre coole Musik. Ja, ist im Verkehr nicht sehr gut. Beim Verkehr wiederum schon. Ah, nein, ich habe meine Line ver... Was war das denn jetzt? Ah. Nicht Feuer. Ich weiß, die Lightshow ist cool, aber dieses Konzert hier, ich wette, die Karten sind verdammt begehrt. Ah. Wow, komm. Oh, nö. Musiklümmels. Ich liebe Musiklümmels. Alter. Auf der Axt. Tja, ich würde sagen, das war mal gar nicht so schlecht. Das war das geilste Level, was ich bisher gesehen habe. Aber leider keine 300. Wisst ihr, was das bedeutet? Irgendwann in der Zukunft kommen wir nochmal hier hin. Oh yeah. Kleindinge in Kalamitäten. Jetzt dürften wir in die letzte Tür reinkommen. Yay, ich habe die Kleindingen Kalamitäten von Albträumen befreit. Aber hinter dieser Tür mit den 60 Typen. Ist das sie? Nee, das ist Rette Barbara. Hinter der Tür mit den 60 Typen wartet Elysia und die müssen wir natürlich auch noch befreien. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob wie viel Zeit jetzt schon verbracht wurde und ob die Folge zu lang ist, zu kurz. Es ist mir scheißegal. Wir befreien heute Elysia, Leute. Das muss man auch mal machen. Außerdem... Nee. Außerdem zum Abschluss von so einem Level, denke ich, kann man auch mal Überlänge machen. Jo, das geht schon. So. Ich vergesse, dass ich die Fliege dabei habe. Fliegelein. Der übrigens Murphy heißt, fuck. Dammt, verdammt. Ja genau, Murphy laut Rayman 2 und Rayman 3. Habe ich einen Kommentar bekommen, der mich darauf hingewiesen hat. Und das wusste ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber na gut, dann ist es jetzt Eddie Murphy. In Fliegenform. Okay, komm, runter. Das Ding auch runter. Und rüber da. Nein, nicht! Das geht auch so, oder? Jetzt aber in die Richtung. Kappen? Was soll der Kapp ist hier? Alles kappen. Ach, nee. La, 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 la. Ich habe überhaupt keinen Zeitdruck oder so. La, 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 la. Schneid das alle zwei, aber doch nicht mich. Das war failig. Oh, nö.
Ja, Feuerwand. Ihr wisst ja, ich brauche die Käfige. Ich möchte sie gern sammeln. Ich habe eine Käfigsammlung zu Hause. Wollt ihr sie sehen? Komm, Kleine, guck dir meine Käfigsammlung an. Sie wollte sich die Käfigsammlung nicht angucken und das hat mich getötet. Also wenn euch ein Fremder bittet, wie doof das ist. Die Moral von der Geschichte, wenn euch ein Fremder bittet, dass ihr euch seine Käfigsammlung ansehen sollt, dann steigt halt zu ihm ins Auto. Tut ihm den Gefallen. Nein, tut das nicht. Das ist eine sehr schlechte Idee. Dann wiederum... Das war so doof, Murphy. Warum hast du das getan? Dann wiederum, wie oft passiert es schon, dass ein Fremder dich bittet, dass du dir seine Käfigsammlung angucken sollst? Oh nö, das hier wären nicht viele Lümmels, das sage ich euch. Also, könnte gut sein, dass wir nicht genug kriegen, um alle zu kriegen. Also, anders gesagt, dass wir nicht alle kriegen. So, das nicht cutten. Das cutten und zerschlagen. Gute Flexi-Lines. Das Ding hier, Murphy. Wieso hängst du an dem falschen Teil? Das klingt leicht pervers. Aber es ist eine ernst gemeinte Frage. Könntest du bitte... Okay. Murphy macht mir alles kaputt. Ist ja nicht so, als würde ich ihn steuern. Dann wäre es natürlich mein Fehler, aber ich steuere ihn ja nicht oder so. Naja, es ist das Spiel hier. Wirklich. Ich habe damit nichts zu tun. Immer wenn was schief geht, habe ich damit nichts zu tun. Oh Gott, wie oft haben wir einen Abschnitt jetzt schon gesehen? Kurz Konzentration. Lalala. Konzentration ist so overpowered, ich sag's euch. Ja. Papi! Aber ich bin eine Frau. Ich bin nicht dein Papi. Ich bin deine Mami. Also jetzt in-game. Damn fails. Oh nö. Was soll das denn jetzt? Du hast es doch schon mal geschafft. Du schaffst mich. Das ist, was du hier schaffst. So, runter. Oh, fliegen. Und weg. Danke. Ah, Feueraugen. Die mache ich auch immer in die Suppe, aber irgendwie schmeckt das keinem. So. Oh. Geschafft, Mann. Verdammte Pups. Ja, ich weiß, das wird kein Pokal. Aber gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und wer auch immer Elysia ist, ich habe sie jetzt gerettet. Was? Yay. Ich habe einen billigen Reskin der Frau, die ich bereits... Barbaras Zwillingsschwester. Wetten sie ja 10 Zwillingsschwestern. Aber naja, wir haben diese Welt. Wir können dieser Welt nun endlich den Rücken zudrehen. Was heißt endlich? So schlecht war sie jetzt auch nicht. Um ehrlich zu sein. Ja, aber sie war nicht gut genug, als dass ich jedes Level zweimal sehen möchte. Also ich würde jetzt gern raus. Danke. Und ich würde sagen, coole Welt, mit diesem Fazit verlassen wir sie aber und wir sehen uns dann in der nächsten Welt und die trägt natürlich den Namen, lasst mich mal kurz gucken, was hier in der Hauptgalerie so gezeigt wird. Alter, was wir alles schon freigeschaltet haben. Oh. Die nächste Welt trägt den Namen Die Zauberkröte. Mal sehen, was da so los ist. Bis dahin, ciao. Und like, ihr wisst ja. Die find ich geil. La 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 la. Ich sag auf Wiedersehen. Meine Eier sind weg. Wo sind sie nur? Hitler hat jetzt 2. Aber ich nur 1. Warum machst du das? Ja, tschüss.
Mann, warum seid ihr immer noch in diesem Video? Schillt ihr gerade zu dieser Musik? Ich tu dasselbe. Es ist einfach so geil. Oh Junge. Aber ich glaube, ich muss die Aufnahme jetzt wirklich beenden. Weil ich kann ja nicht ewig so weitermachen. Aber ich würde gern. Direkt mal auf YouTube gucken, wie das Lied hier heißt. Ja, das werde ich heute tun. Ist ja noch lang Zeit an diesem Tag. Und ihr werdet bestimmt auch was ziemlich awesome, cooles tun. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also, kommt gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Jetzt drückt doch endlich diese... Nee, ich kann nicht. Das ist gerade so. Ihr könnt auch gehen, ja? Ich bin euch jetzt nicht mehr böse, wenn ihr geht. Also, ihr könnt ruhig, aber ich... Ich bleib noch ein bisschen hier. Schau mir die Bilder an. Hört chillige Musik. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Jetzt mal im Ernst, wie geil ist denn dieses Lied? Ich kann es nicht nachmachen, denn ich kann nicht pfeifen. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was ist das für eine Pfeife? Der ist 21, wird nächsten Monat 22 und kann nicht pfeifen. Aber das ist echt so. Ich hab's, seit ich 12 bin, verzweifelt versucht. Immer wieder, aber ich krieg's einfach nicht hin. Genau wie das Fahrradfahren. Na, jetzt aber mal im Ernst. Auf Wiedersehen. Ja, ich will euch ja nicht eure ganze Zeit rauben. Aber was tue ich denn sonst? Dafür bin ich hier.